Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch einen IKEA-Hack. Und zwar habe ich mit diesem Edding-Spray eine kleine Schale und einen Teller besprüht. Am Ende wird dann diese Weihnachtsdekoration so aussehen. Bleibt also dran. Bis gleich. Natürlich noch nicht ganz trocken ist und dann auch immer noch ein bisschen wegrutscht. Das müssen wir dann ganz zum Schluss noch mal fixieren. Jetzt geht es ans Dekorieren. Und zwar farblich war das nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Ich wollte es eher in so einem hellen Rosaton haben. Aber gut, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Und zwar habe ich diese Girlande gefunden, die eigentlich ja eher für den Herbst oder für das Frühjahr gedacht ist. Aber jetzt schaut einfach mal, wie ihr selbst aus so Frühjahrs- und Herbstgirlanden doch auch weihnachtlich eine Tischdeko zaubern könnt. Habe ich jetzt schön auf diesen Teller gelegt. Dann mache ich mal weiter mit meinen Pinienzapfen, die ich jetzt da schön drauflege. Ihr könnt es natürlich auch mit Heißklebepistole befestigen. Aber ich klemme das jetzt hier so ein, in diese Girlande, passend natürlich hierzu, mit zwei kleinen Weihnachtskugeln, die ich da jetzt reinsetze. Dann habe ich noch ein paar Federn gefunden, die werde ich jetzt auch hier unten so einschieben. Habe ich hier noch eine schöne Perlenkette, Perlenanhänger. Das ist einfach auch etwas glitzert hier. Wie ihr wisst, liebe ich ja Glitzer über alles. So, jetzt sieht das Ganze natürlich noch sehr flach aus. Wie ihr wisst, drehe ich immer Vasen gerne um, die ich dann hier so als Ständer nehmen kann. In dem Fall mache ich das auch. Habe farblich natürlich passend noch eine Kerze gefunden. Die setze ich jetzt hier oben drauf. Ich muss gucken, dass das alles schön gerade ist. So, dann habe ich hier einen ganz tollen Kerzenpin. Den werde ich jetzt da vorne befestigen. Ich zeige es euch gleich. So schaut es aus. Also da kann man schon ganz schön viel mit so Kleinigkeiten an Deko aufpimpen. Jetzt habe ich hier noch so ein Geweih, das kann man jetzt noch hier an die Seite anlegen. Da habe ich noch eine Feder, die können wir vielleicht da noch reinmachen. Jetzt schaut einfach mal, jetzt habe ich doch wirklich mit wenig sehr viel Deko auf den Tisch gezaubert. Ich habe hier noch zwei solche Windlichter, die auch so einen leichten Rosaton haben. Die kann man natürlich auch sehr gut noch dazu stellen. Also kann man gut auf den Tisch verteilen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das dann auf dem Tisch arrangiere noch. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn euch diese Dekoration gefallen hat. Und wie ihr seht, kann man wirklich mit wenig, schaut euch einfach eure Deko zu Hause an. Wichtig für mich ist immer, wenn ich eine Deko erstelle, dass es farblich harmoniert. Klar, man kann auch rustikal und edel zusammenbringen. Das seht ihr oft auch in meinen Ziegelformen, dass man das ganz gut machen kann. Aber, also ich sag mal so eine Art Stilbruch. Aber ich finde, wenn die Farben harmonieren, dann sieht jede Deko auf dem Tisch gut aus. Also ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und würde mich natürlich über einen Daumen hoch und vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.